Hi Leute, ich lebe noch. Ja, das scheint irgendwie mittlerweile ein Standardsatz bei mir zu sein. Und ich bin recht inaktiv, aber darum geht's nicht, Leute. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Aber wir spielen heute Super Amazing Wagon Adventure. Es ist erstaunlicherweise schon Tag 9. Mysteriös nach der ersten Stunde. Es wurde sich gewünscht, Super Amazing Wagon Adventure. Grüße gehen raus an Herbie. Und das Schöne an diesem Spiel ist ja, dass ziemlich viele verschiedene Szenarien eintreffen können. Und dass ich meine Personen, meine Charaktere, meine drei Stück hier auch benennen kann. Und das habe ich auch, nämlich nach Leuten, die hier vielleicht mal zuschauen werden. Einer ganz sicher, der auch schon mal dabei war. Und derjenige weiß auch genau, wen ich meine. Und, whoopsala, ich spiele das alles übrigens auf dem Controller, weil ist besser. Ja. Nicht, dass ich ein Konsolenspieler wäre. Bitte, niemals. So, okay. Wow. Ein Machine Gun. Später kommt gleich auch noch seltsame Szenarien. Ich werde vielleicht auch, ja, es würde mich interessieren, was diese Menschen, die Dinge tun werden, in Wirklichkeit, tun würden. So, dann räumen wir mal den Typ hier mit seiner Machine Gun aus dem Weg. Ist schon ziemlich, okay. Okay. So, Machi Love the Wagon. Wer Machi ist, vielleicht kennt man ihn aus alten Projekten wie Binary Domain, die vielleicht auch wiederkehren werden, man weiß es ja nicht. Oder auch morgen und übermorgen vom Livestream, das spiele ich nämlich auf Streambar.tv Black Ops 3, ganze 2 Stunden lang an beiden Tagen. Da wünsche ich mir, dass man vorbeischaut, finde ich mir ziemlich toll. Nicht auf meinem Hauptkanal, nicht auf meinem eigenen Kanal, sondern, was ist denn das? Okay, interessant, hatte ich noch nicht, mysteriös. What the fuck, sind das Eier? Ich bewerfe gerade Beeren mit Fledermaus-Eiern. Mysteriöse Sache. Mysteriös. Okay. Auf jeden Fall sollte man da vorbeischauen. Das wird nämlich ziemlich super. Aua. Hey. You unlocked Hearted Bear. Okay. Ich habe einen Survival-Mode unlocked. Ja. Ich habe übrigens wieder die Biber-Frisur, Leute. Ich bin wieder der Biber. Jawohl. So muss es. Aber der hat ja auch eine andere. Egal. So, Machi hat die brillante Idee, über den Fluss zu springen. Mate, ich habe eine dringende Frage. Ja? Also ich bin gerade in der Aufnahme und ich muss dich fragen, willst du durch den Fluss schwimmen oder willst du über ihn drüber springen? Versuch das mit dem Rüberspringen, aber... Okay. Gut. Dann lasse ich dich springen. Gut. Ich liebe dich. Solange danach eine Homo sagt, ist das noch lang nicht gay. So, okay, Machi will springen, dann springen wir natürlich. So. Und wir springen über den Fluss ganz erfolgreich, nicht wahr? Genau, so. Okay, schön. Warte, was? Fuck. Okay. Okay, Machi ist tot. Das tut mir leid für Machi. Aber, dann... kommen auch mal andere Charaktere ins Spiel, was ja auch nicht schlecht ist. Ich bin hier immer noch mit meinen komischen Fledermaus-Eiern. What the fuck ist das auch für eine Waffe? Oh, fuck, die hätte ich gern gehabt. Aber gut, wir kommen in die tollen, in die Wüste. Ich sehe, mein Hemd ist türkis und das ist nicht geil bei Chroma Key. Aber, ist okay, das bringt dem Ganzen ein bisschen den, ich weiß es nicht. Es gibt den Charme, Leute, den Charme. Das ist es. So, den ganzen Charme. So, ich deck mal auf, wen wir hier noch an Bord haben. Wir haben hier an Bord, Buffalo. Wir haben hier an Bord den lieben Der Wildchild, ein toller Streamer aus meinem Stream-Netzwerk, bei dem man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte. Also, das ist auf jeden Fall großartig. Hier oben mit dem Bart, wie man ihn kennt. Und ansonsten noch Herbie, mein, ja, ich kann sagen, wirklich meinen treuesten Zuschauer, den ich habe. Der sich das Ganze ja auch gewünscht hat. So, da oben ist ein Live-Medipack, kann man sagen, ja. Upsala. Okay. Dann kommen ganz viele Angry Buffalos. Okay. Es sieht nicht allzu toll aus. Ah. Leute, ich habe heute richtig challenging, ne? Man weiß ja vielleicht aus anderen Videos, dass ich in einem Schwimmverein bin. Und heute wird geprüft. Ho, Rettungsschwimmer. So, wir kommen zu einem Fur Trader. Und der möchte uns Sachen verkaufen. Was kommen wir denn? Scharfschützengewehr. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns das gute Lifepack. Und direkt noch eins. Und hier Duri bekommt auch nochmal eins. Sehr schön.
Done trading, they are distant, bla bla, whatever. Someone might help, alternative, that, that, that. Mein Englisch ist toll. Mal schauen. So. Ich habe nicht alles gelesen, aber hier ist ein Zug. Und da sind böse Menschen im Zug. Das finde ich sehr gut. So, Banditen auf dem Zug. Skandal, wir können nicht mal hochschießen. Interessant. Voll der Cowboy hier. Schau, ich habe sogar ein Buffalo. Okay, das ist vielleicht keine Kuh, aber ein weibliches Buffalo ist irgendwo auch eine Kuh, ja. Wow. So, wir kriegen das hin, Leute. Wir getten das richtig hart wrecked. Schau mal. Herbie und Duri geht's ja eigentlich voll klasse. Boah, Leute, das ist Multitasking. Da wünscht man sich mal, eine Frau zu sein. Obwohl da, glaube ich, gar nichts Wahres dran ist. Aber egal. Aua. Au. Herbie ist tot. Das tut mir leid, dann ist Duri jetzt der Held. Dieser! Ah. Okay, ein Maschinengewehr. Das ist eigentlich ziemlich einfach, aber man muss multitasken. Ah, alles im Blick haben. Aua. Okay, Duri ist tot. Aber Duri, fühl dich geehrt. Du hast am längsten durchgehalten. Und demnach beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesem Game haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Und vor allem, ich mache das Game aus, juckt mich gerne. Und vor allem, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das nächste Mal vielleicht dabei sein wollt. Dann werdet ihr wahrscheinlich drankommen, wenn nicht gerade mehr als 3 Leute das schreiben. So, ansonsten, tschüss.